Hallihallo und herzlich willkommen zu Scribble.io. Ja, da wir Probleme hatten mit, habe ich den Namen von dem Spiel vergessen? Von Echo, genau. Da wir das Problem hatten, mit Echo spielen zu können, sind wir jetzt auf Scribble.io umgestiegen. Hoffen wir mal, dass wir sehr viel Spaß dabei haben werden. Also, wollen wir nicht lang schnacken? Ich denke mal, das war jetzt einfach mal... Ich muss mir natürlich einen unfairen Vorteil verschaffen, indem ich jetzt gerade mal die Tastatur von meinem Grafiktablet runterhole, damit ich es benutzen kann. Wow. vor allem mitten in der Aufnahme, das ist geil. So, was? Ne? Start. Was? Meine Finger sind an der Tastatur. Wer beginnt? Runde 1. Nein, du bist dran. Ja, ich bin dran. Ja? Hast du Mods genommen oder sind das voreingestellte? Voreingestellt. Ich habe keine Custom Words. Oh Gott. Ah, die Planke. Koran? Ne. Lektüre? Niki, das üben wir aber noch. Also wenn Nikis Mutter mit vorbeischaut, lassen Sie Ihren Sohn mal weitere Bücher lesen. Ich habe gehört, das soll helfen. Was soll das werden? Was soll das sein? Ich habe keine Ahnung. Ein Zahnbuch! Was soll das sein? War es ein Magen oder was war das? Ahnung. Vielleicht war das ja so lang. Also irgendwas mit E als vorletztes. Hä? Playboy. Ha! Ja. Nee. Keine Ahnung, wie das schreibt. Das Wort ist ein bisschen unfair, muss ich schon sagen, aber man ist schon nah dran gewesen vorhin. Ich weiß nicht, was als erstes kommt. Ich weiß das zweite. Fehlerpenal, Fehlermappe. Ein Stiftmäppchen. Federmäppchen. Wow. Ich hatte Federmappe, Alter. Oh Gott. Himmel Gott. Christus Marie. Ey, Rot, die ganze Pfannkuchen. Federmäppchen höre ich zum ersten Mal. Ja. Ja, das ist ja uralt. Oh gut. Demnach ist Pfannkuchen unser neuer Boomer. Hä, wieso Boomer? Nice. Oh, ich war da nicht. Das ging ja schnell. Ich wollte jetzt einfach mal was Einfaches nehmen, aber dann. Was Einfaches? Was denn jetzt? Ein Tode-Draco hinter Eder. Ja! Ja! Nein, nicht ehrlich! Weißt du, ich dachte gerade nur so scherzhaft an diesen Witz. Hä? Handwerksmann? Ich hab keine Ahnung. Ich raff's nicht. Ich wollte es gerade schreiben. Ja, das Wort hatte ich am Anfang, aber dann hat Pfannkuchen gelacht und irgendwas gesagt und dann ist mir es komplett entfallen. Ich wusste nicht mehr, was ich schreiben wollte.
Ich dachte mir so, dann haben wir bestimmt einen Vorschlagkammer, der mit dem Ideen gibt. Wegen Vorschläge. Oh, Was? nein, verdammt, nein, scheiße, Nutella-Gesicht. Weihnachtsmann. Weihnachtsmann hat aber einen weißen Bart. Was ist das? Was ist Gronkh oder Terrorist? Ich hab keine Ahnung. Ist doch obvious. Hä? Ich weiß, was du jetzt gerade zeichnen möchtest, aber was willst du jetzt bitte schon da? Was? Ah. Hä? Ah. Ach. Hä? Ich hab doch... Da fehlen zwei Buchstaben. Es fehlt ein Buchstabe. Hä? Da. Du musst noch was dran. Was bist du? Ein YouTuber. Was ist das für ein graues Ding oben auf dem Kopf? Ich dachte, wir haben eine Mütze. Das ist die Mütze. Ist das Hasentrumpel? Keine Ahnung, wie das aussieht, so. Und das ist frei. Nicht so lang. Ja, und er rastet direkt aus. Sattel-Eistee kann das niemals im Leben sein. Schaut euch mal, wie viele Buchstaben das sind. Ah. Oh, wie heißt das Ding? Oh Gott, nein, ich weiß nicht, wie das heißt. Ich weiß nicht, wie das heißt. Ah. Ich weiß nicht, wie das ist. Ich kenne den Namen nicht. Ich weiß nicht, wie das heißt. Ah. Ich weiß, was das tun soll. Ich kenne den Namen nicht. Verdammt. Oh. Luft, die gepresst wird mit einem Hammer? Luftpresshammer. Presshammer. Ich hab das schon so schnell verstanden, aber ich habe keine Ahnung gehabt, was das ist. Ich habe nicht den Namen gewusst. Fisch? Komm schon, Niki, sind... Ich wollte gerade sagen, ist ein Lieferschluss. Warum kriege ich die ganze immer so einfache Wörter, ey? Ich krieg... So, ich finde es nämlich nervig, immer um das Mikrofon greifen zu müssen. Bett? Ich bin gerade auch am Rätseln. Was? Bücherwurm? Ah. Eieiei. Ja,
das wird ja interessant. Niki und seine Zeichenkünste. Ach nee, warte mal. Das war eigentlich ein Witz. Was? Ja. Hättest du eine rote Nase malen sollen? Ich hab's mit den Farbpaletten nicht hinbekommen. Ich kam erst drauf hinaus nach dem Papa und denk mir so, ach Moment mal, da gibt's doch einen Film. Da kann ich echt froh sein, dass ich das gesehen habe, sonst wäre ich da überhaupt nicht drauf gekommen. Dass du was gesehen hast? Ja, den Film. Ja, sonst wäre man nicht drauf gekommen. Ja, ihr kommt gleich drauf, ganz einfach. What? Ah. Also, what? Oh, ich wollte noch Don Quixote drauf machen. Pferdchen. Oh, Don Quixote. Pancake. Oh, Ah, ich bin gewollt, das zu malen und ein kleines Mie- nee. So, ergötzt euch an meinen super Zeichenkünsten. Warum immer Planke? Insider. Ich gebe mir gar nicht die Mühe, es groß zu schreiben am Anfang, das war uns eh egal. Was ist das? Ha! Ach so, schnell? Nee, komm, geh weg. Das andere wäre ein Ohr. Aber dass Scorpion so schnell drauf gekommen ist, hätte ich echt nicht gedacht. Ja, es sah halt eben aus wie ein Pferd und wenn es halt nicht Pferd gewesen ist, dann, was ist ähnlich als Pferd? Einhorn. Esel, Huftier. Wow. Das habe ich doch gar nicht ausgewählt. Fuck. Niki, du hast die Tür gerade ausgeschrieben, oder? Ja. Also mit, hier, so kannst du doch schreiben. Scheiße, wie soll ich... Nein, das ist ja Deutsch. Du wirst zwar nicht geschrieben, aber nein. Hä? Ach nee, es sind ja nur vier. Nein, das geht ja nicht. Jetzt wird es aber irritierend. Hä? Ja, das kann man wegmachen. Hess? Hey, was ist das? Ich könnte euch einen Tipp geben, aber nee. Meine Punkte. Ich muss Kassat gar noch einholen. Und meinen Kuchen. Gnome? Was für Gnome? Du siehst doch ein Gnome aus. Ja, ein kleinwüchsiger Mensch. Gnome. Ich hab gedacht, dass einfach nur die Hauptdynamik falsch verstanden bei dem Bild. Was? Was? Nein, falsch geschrieben. Es ist Shrek. Ich gebe mal den Tipp der Farbe. Nee. Die Augen. Das muss aber grimmig gucken. Oh,
Das war kein I. Warum hat Hulk einen Hammer? Ich wollte sagen. Das ist ein Wort, das darf ich aber nicht auswählen. Da war ein Wort, das ich nicht auswählen durfte. Wie, weil was nicht auswählen Nachtclub. Durfte. Nachtclub war ein Wort. Ja und? Ja und? Ja. Verstehe das Problem nicht. Aber einen gekreuzigten Jesus ist okay, oder was? Was steht da? Ivarell? Merrill. Was? Ich hab einfach... Hä? Den Namen irritierend. Der Overtime müsste länger sein. Was? Wieso kommt den Namen links? Der hat nichts damit zu tun. Ja, nee, aber. Hä? Ja, Entschuldigung. Ja, wer wurde denn gekreuzigt? Jesus, ja, jetzt komme ich eh nicht mehr. Was für ein Penner, ey. Was für ein Penner, ey. Entschuldigung. Ja, ich müsste mal extra dafür jetzt Punkte abziehen, ey. Aber direkt. Ich bin sowieso Vorletzter, also. Ich bin Letzter, also lass mich doch. Hab's. Warum erfällt mir die sowas? Ich hab Tierhandel geschrieben und dann, ja, ist aber Tierhandlung. Wow. Geil. Ja, deswegen hätte ich eigentlich doch lieber die englische Version gespielt, weil die ist ein bisschen eindeutiger. Weil da fallen mir wahrscheinlich die ganzen Worte nicht auf, wie man sie richtig schreibt. Vor allem wolltest du zuerst das auf Englisch schreiben, erstmal so Host. Und dann so, Moment, wir spielen auf Deutsch. Da stand ich irgendwie gerade ein bisschen drauf. Ja. Ich bin in Führung. Ich bin nicht mehr Letzter. Dein Scorpion steht auf dem Schlauch. Du malst nicht. Ja, hab ich gemerkt. Nein, er malt weiß. Es hat 4 Buchstaben, Seven. Ich guck da gar nicht drauf, um ehrlich zu sein. Nee, es hat auch noch 4. Ich versuche das große Ganze daran zu erkennen. Was ist das? Nee, der letzte Buchstabe ist ein A. Hä? Zeller? Opfer.
Hä? Okay, dann muss ich mit Farben arbeiten, aber... Ja, dann mach doch mit Farben, du hast Farben, nutz sie! Was ist Akna? Ich hab keine Ahnung. Was ist das? Aber das sind die richtigen Farben. Oh Gott! Ernsthaft! Ja, im Laden. Oh, du hättest einen Hotdog machen müssen. Ja, Pitbuller und eine Schwedenfahne drauf. Oder einfach so ein Billigregal. Ja, ich hab's da versucht zu malen, aber irgendwie kam ich da irgendwie nicht drauf. Was ist das denn? Finger? Ah, nee. Oh mein Gott, nice. Ich so, Ah, lecker. Lecker Backstein, Niki. Lecker Backstein. Sieht aus wie so ein Backstein, ey. Sieht aus wie ein Bett. Ich dachte, du machst ein Sushi draus. Was? Sushi? Warum lecker? Katzen sind nicht lecker. Erst mal schön am Ablenken. Ich dachte jetzt gerade so irgendwie an dieses komische Eis, was es da ja gibt hier. Was so. Ah ja, gern geschehen. Ich muss doch meine Führungsposition wahren. Jetzt kommen meine wunderbaren Künste. Mit Haaren auch nicht doof. Nein, sieht anders aus. Ungefähr so. Hä? Was schauen wir jetzt hier an? Was ist das? Wie lange habe ich noch? Ich fange mal an. Sekunden. Mit Mut. Was ist das? Da ist das Wasser. Da ist Wasser. Ja, aber was ist das? Oh, what the heck, Nicky? Das ist eine, hier gibt es einen Steg. Auch. Also es ist ein Gemüse. Es ist auch benannt nach einem Gemüse, das unter Wasser ist. Wassergemüse. Ach so, ja, jetzt weiß ich's. Nein, das war nicht geplant. Evan. Hä? Segung. Ich wollte erst Pick a Rick machen, aber... Oh Gott. Pick a Rick? Pick a Rick, ja. Wie wär's mit einem See? Hab ich ja. Ich habe See gemacht und dann habe ich Pickerick gemalt. Im Gurkenglas. Erinnere mich gerade ein bisschen an die Rußmännchen. Hey, das hat mich verwirrt, das Erste. Und warum ist das auch du mit Rot-Grün angefangen hast, ich dachte, du willst Rot-Grün-Schwäche machen. Ich bin jetzt gerade nur ein bisschen am Kritzeln. Warum haben die Zylinder auf? Weil ich nichts zu tun habe. Ich wollte auch erst Thanos schreiben, nachdem du den Punkt gemacht hast. Was da? Ach so, in dem Handschuh.
drauf. Oh ja, ich beleg wieder den letzten Platz. Yeah. Habe ich gemerkt, da fehlt ja noch eine Farbe. Ich wollte halt ziemlich markante Farben nehmen. Yay! Oh, cute! Ich glaube, die Leitung für Scorpions Brain ist ein bisschen lang. Nein, ich bin nur echt extrem langsam am Schreiben, ey. Was ist grün? Rosenkohl. Haha. Nein. Das ist, Niki, so als Tipp für dich, das ist scrutinized prinzipiell. Ich hab's schon. Dunkelheit und siehst die ganze die ganzen ja. Augen nicht beobachten. Oh Gott, nein. Irgendwo wartet der Doktor auf dich. Ja. Vorzugsweise in deinem Schrank. Ja, der offen ist. Immer noch, zum Glück. Ja, wenn er mal geschlossen sein sollte im Laufe des Abends, dann weißt du Bescheid, ne? Das ist creepy, ja. Das ist ja sehr creepy. Ich fand's irgendwie ulkig, ich musste lachen. Was denn? Dass er sich in deinem Schrank eingesperrt hat. Ja. Amöbe. Ich weiß, was es ist. Ja, dann sag's doch. Nein, dann schreib's doch vor allen Dingen. Es bringt dir nichts, das zu wissen, du musst es ausschreiben, damit du die Punkte kriegst. Oh, wie heißt denn nochmal? Angst? Ich weiß nicht, nur auf Englisch, ich weiß nicht auf Deutsch, nein. Du kannst es ja auf Englisch sagen. Nein, das bringt nichts. Oh, ich schreib ja doch nicht mal, Mann! Kein Wunder, dass die ganze Zeit nichts kam von mir. Mit Wanze. Mit Wanze hat doch keine 8 Beine. Ja, gell, nur Spinnen haben 8 Beine. Aber egal. Egal. Nee, bei mir ist nur Bedbugs eingefallen. So, don't let the Bedbugs bite. Und ich muss aber nicht Video auf Deutsch heißen. Nee. Was? Was? Achte, man achte auf die Anzahl der Buchstaben. Ja. Ja. Niki, die sind eigentlich mehr horizontal und vertikal als durcheinander. Entschuldigung. Aber man erkennt's. Oh mein Gott. Tor. Ich habe sogar einen Fußball drüber gemalt. Du hättest lieber Thors nochmal zeichnen sollen. Zwei Wörter, nein, danke. Thor mit Rechtschreibfehler. Hey, Thor wird ja mit H geschrieben dann. Ja, Thor mit Rechtschreibfehler. Oder der Thor. Das würde sogar passen. Oder? Ist das irgendeine Person? Nein. Wenn ja, steige ich aus. Keine Ahnung, wie man den Kerl schreibt. Aus welchem Film kommt oder so? Nee, warte mal. Cartoon. Aus Cartoon, genau. Ja, nein, dann weiß ich es nicht. Wie gesagt, Personen kenne ich überhaupt nicht. Brauchst mir gar nicht mit ankommen. Ja, ich habe die Serie nie geguckt, ich kenne ihn aber einfach aus Prinzip.
Ja, ich kenne sowas überhaupt nicht. Ich weiß so, okay, da ist irgend so ein Typ und das war's. Weder Name noch wo es herkommt. Hello, pretty mama. Deswegen, ich hatte ihn, glaube ich, noch nicht mal richtig gemalt. Ich bin so grob, wie ich weiß, wie er aussieht. Ja, aber ich habe es wenigstens erkannt. Ich weiß jetzt weder Namen noch, wo der herkommt. Ich, also... Ist das wusste, dass Johnny Bravo ist. Wusste nicht, dass er Johnny Bravo heißt. Doch, der heißt Johnny Bravo. Ja, oh. Hast du es wenigstens geschrieben, Kasatka? Ich habe gegoogelt, Cartoon-Typ, Johnny irgendwas. Wow. Nein. Okay, ich werde euch nie wieder einholen. Ah, wir kommen auf den letzten Plätzen. Wie kannst du daraus was sehen? Ich auch direkt. Ich musste erst an eine App denken, also an ein Spiel. Richtig, das ist Seegurke. Vor allem, ich hatte gerade eben unter meinen Worten als Vorschlag Kim Kardashian und ich dachte mir so, was? Hä? Der Name ist mir ein Begriff, aber keine Ahnung, wie die Olle aussieht. Sie hat einen enorm großen Hintern. Bei einer Hängebrücke. Das hätte ich mir auch noch gedacht, aber dann dachte ich mir so, vielleicht gibt es ja noch andere Leute mit enorm großen Hintern und das ist ja nicht so eindeutig. Meinst du? Ich weiß es nicht, ich kenne mich nicht aus mit Celebrities. Ich? Oh, es passt aber nicht da. Weil warum Donner? Keine Frage. Oh, mein Bier schwappt über. Oh Mann. Seven, lass mich dich endlich mal einholen. Nein, niemals. Jetzt. Ich werde als Tipp, das Ding sieht nicht so deformiert aus, weil er nicht zeichnen kann. Es soll so deformiert aussehen. Es geht um Sicherheit. Nicht beides, aber egal. Oh, was hol ich denn für ein schönes Wort? Oh, was ist das denn? Oh, ja, sehr schön ist er nämlich. Das muss ich halt nur noch so lustig zeichnen. Ich mal's jetzt mal hier hin. Oh, warum bin ich so dumm gewesen? Ich hab keine auf Spider-Man kommt.
Ich weiß nicht mehr, wie genau seine Suit aussieht. Ich weiß, es ist rot. Es ist irgendwo ist auch noch blau involviert. Ich weiß nicht, so wahrscheinlich. Keine Ahnung. Wieso sagt das Pfannkuchen und schreibt es nicht? Sag ich das nicht. Ich habe keine Ahnung. Pfannkuchen, du schreibst nicht. Nee, hey, Pfannkuchen. Ja. Warum wärst du nicht geschrieben? Ich habe Spider-Man mit Doppel-N geschrieben. Pfannkuchen, warum schreibst du nicht? Hallo? Erde an Pfannkuchen. Hallo? Also entweder ist er mit irgendwas beschäftigt oder ihm passt gerade etwas nicht. Ja. Es war zweiteres. Ich wollte es gerade schreiben. Vielleicht ist er gecrashed, Internet? Möglich. Ja, kann sein. Hä? Was? Kasatka, stop it. Nein. Umburge. Ich werde mein Möglichstes tun, dass du es nicht schaffst. Und wenn es bedeutet, dass ich immer Johnny Bravo zeichne in all meinen Zeichnungen. Nee, aber bin ich jetzt nicht mehr Fünfter. Aber ich glaube, bei der nächsten Runde sollten wir ein paar Runden weniger mal machen. Also beim nächsten Spiel. Wir haben jetzt Runde 7 und wir haben jetzt schon 36 Minuten. In der Aufnahme. Hast du deine Aufnahme schon beendet? Nö. Mach die Runde vorbei. Zu Ende. Dann beim nächsten Mal vielleicht, keine Ahnung, machen wir dann. Ich frage halt nicht sicher, wie lange die gehen und so. Ich weiß, so 4 oder 5 Runden vielleicht. Sollte das, glaube ich, passen zeitlich. Ist das? Was geht hier vor sich? Was ist das? Was? Was? Ich verstehe nicht, was das ist. Was ist Intimbehaarung? Warum ist da eine Tomate, eine Murmel, ein Lutscher und Wind und irgendjemand ist Schritt? Warum? Ich bin verwirrt. Was? Ich verstehe es nicht. Was ist denn los? Was soll das sein? Was ist B? Also das ist ein L. B. Was soll. Blase! Oh mein Gott! Was ist das? Ich dachte, das ist ein großes I. Was zum Henker? Niki? Ja. Hast nur das engste Wort rausgesucht, ne? Weißt aber nicht, was du überhaupt malen sollst, ne? Doch. Hauptsache lang. Ich gebe euch einen Tipp, es hat was mit mir zu tun. Also, es sieht so ähnlich aus wie ich. Ich weiß nicht, ob das ein guter Tipp ist. Aber, also wie ich in Real Life aussehe, hat es damit was zu tun. Warum steht der Shop? Warum hat der eine Kelle in der Hand? Was ist das? Soll ich euch einen Tipp geben? Weil es ist recht schwer. Es lebt nicht.
Warum ist dieses Wort so lang? Warum nimmst du immer diese unendlich langen Worte, die man nicht erraten kann? Es lebt nicht und es sieht aus wie ich. Hä? Und es steht in einem Shop. Aber es gibt hier auch ein schönes Fenster. Was davor ist. Und dann steht es auch meistens auf so einer Tribüne. Das ist Mode. Es hat gedauert. Fucking Mode. Du hattest es fast, Kasatka. Das letzte Wort. Also das letzte Teil. Wo gerade eben noch bekommen. Ich hatte doch so viele Tipps gegeben. So, jetzt bin ich dran. Was mache ich denn? Oh ja, ich nehme das. So, und jetzt. Wir bleiben jetzt bei meiner Tradition. Jetzt wird nur noch das hier gezeichnet. Mit. Was? Es wird nur eher gezeichnet. Bei allem, was vorkommt bei mir, wird nur noch eher gezeichnet. So. Warum? Ach Mensch, wieso? Bei Kasatka. Schreib sie uns wenigstens privat über Discord. Alle Daumen runter machen, so können wir sie bisch. Vote kick, wir voten kick sie. Wie kommst du darauf? Keine Ahnung, alle Personen in meinen Zeichen sind jetzt Johnny Bravo. Ich muss nur mal ganz kurz nebenher googeln, wie der Typ eigentlich genau aussieht, damit ich ihn auch wirklich gerecht werde. Ja, gut, ich hatte es ja schon fast. Ich mache mir das mal nebendran auf, als Fenster. Ja. Ich habe jetzt nebendran ein paar Johnny Bravo Bilder auf, einfach damit ich ihn besser zeichnen kann. What the fuck, okay. Das nächste Fangirl. Ich glaube, die Funko heißt jetzt beleidigt. Oder einfach nur Internetausfall. Oder schreibt auch. Ja gut, er geht jetzt offline oder so. Vote Kick? Nein. Dafür wird jemand mich hauen. Jemand, der hier im Talk ist? Vielleicht. Versuchst du mich zu zeichnen? Dim. 7, ja. Es ist 7. Warum soll ich dafür hauen? Weil er Kevin schlecht zeichnet oder so? Keine Ahnung. Was denn jetzt? Aber man konnte es erkennen, das ist doch also, das ist in Ordnung. Batman. Es ist Batman. WTF? Es ist eine Waage, aber warum so ein ewig langes Wort? Niki, hör auf mal, die ewig langen Worte zu holen. Das war das Kürzeste, wirklich ohne Spaß. Das war das Kürzeste dort. Ja, natürlich. Wirklich. Die sind im... Okay, ja, das ich glaube ich... Okay. Eine Waage, das stimmt schon mal, aber das ist nicht im Wort inbegriffen. Wow. Es soll ein Gleichzeichen sein. Ist gleich. Nikis traurige Existenz.
Warum meine traurige Existenz? Warum werde ich hier gemobbt? Meine Mutter schaut zu, das musst du dir merken. Sehr schön, Grüße, Niki. Wow. Ja. Oh. Und überhaupt nicht drauf. Es ist. Verwirrt. Gleichgewicht. Ach, mein Gott, das Wort hatte ich eben auch in der Auswahl. Nicht genommen, weil ich nicht wusste, was ich dazu zeichnen sollte. Ich habe das perfekte Tattoo gezeichnet. Das sieht wunderbar aus. Oh, hier ist Tatsache. Was Schönes. Okay, okay. Meine Tradition muss ich beibehalten. Alles ist Johnny Bravo. Das war jetzt erstes echte. Dein Ernst? Die sind alle von einem Haushalt, so. Ich bin der Einzige, der es erraten hat. Aha. Drilling. Das sieht man auch irgendwie, oder nicht? Okay, nach der Runde werde ich dann weg sein. Wollte ich nochmal schnell sagen. Das hat ganz schweres Ein- und Aus. Ich glaube, ich muss eher Angst haben, geschlagen zu werden, oder? Ups. Ich schreibe jetzt. Kasatka, du Fuchs, du hast mir meinen ersten Platz geklaut. Kasatka, du Fuchs, hast den ersten Platz geklaut. Gib ihn wieder her. Sonst wird dich der Skorpion holen mit dem Schießgewehr. Peng. Warum Skorpion? Weiß ich auch nicht. Einfach nur so, weil wir es können. Sieht gerade echt aus wie ein haariger. Okay. Warum? Kasatka, warum? Was ist das? Oh Gott. Wow. Das war jetzt wirklich das kürzeste Wort. Was? Menschen. Da unten sind Menschen. Ich weiß, was es darstellt, ich weiß nur nicht, welches Wort es ist. Ich weiß nicht, was es darstellen soll. Und da gibt es Leute. Wir haben. Nee. Instrumente. Ah, verdammt, wie heißt das nochmal? Die haben Instrumente. Sie werden sie benutzen. Und sie werden sie benutzen. Jetzt Google, wie schreibt man es richtig? Ich habe es sogar richtig geschrieben. Ja, Google müssen ist cheaten. Ja, das ist ja cheaten. Die spielen Musik. Die machen das für Geld. Sie sind gut darin. Sie reisen auch. Ja, aber das P an
vorletzter Stelle da. Es ist was für alte Leute. Es wird immer mit alten Leuten verbunden. Friedhof. Wow. Musik an. Nein, Musik an. Okay. Die spielen. Das ist fast wie ein Chor. Nein, eine Seifenoper hat damit nichts zu tun. Eine Seifenoper läuft im Fernsehen, du Nase. Seifenoper sind diese voll übertrieben aus Indien, zum Beispiel diese, wo diese 1000 Katzen machen. Wo diese gute Zeiten, schlechte Zeiten mit einer Seifenoper. Wow. Ach so, scheiß Opern. Obst, wow. Ich hab noch eine Seife gezeigt. Okay, Freunde, pass auf. Das Übliche, ihr kennt das Spiel so. Aber jetzt kommt's. Jetzt müsst ihr genauestens hingucken. Ganz exakt genau. Mal gucken, wer es zuerst hinkriegt. Wow, also. Aber ich hatte Job. Wie soll ich das denn sonst zeichnen? Einen Bob. Einen Schieber. Ich kenne den Bob der Baumeister, aber bis ich den gemalt habe, dass man den erkennt, keine Ahnung. Österreich ist Bob im Internetanbieter. Außerdem habe ich jetzt gesagt, meine Herausforderung für diese Runde, also für unsere Session hier, ist halt alles ist Johnny Bravo. Ich weiß, ich bin der beste Zeichner überhaupt. Wollen Sie einzahlen oder abheben? Läuft die weg, sondern so Geschwindigkeit. Hickste? Ich weiß aber auch nicht. Was ist das? Kann ich auch noch dazu machen. Ein Loch. Raub ist es nicht. Ein Banküberfall. Aber nein, das passt gar nicht. Mal wo auf die Pfeile zeigen. Da gibt's Pfeile. Die schwarzen Dinger, die da. Ich hab gedacht, das wäre ein Spündel. Haha! Was ist Sauke? Was ist eine Sauke? Keine Ahnung. Das ist Knut. Beute! Alter. Ja, gut. ich muss Kassatka einholen, es tut mir leid, Niki. Hast du doch schon. Yes! Tut mir leid, Niki. Okay, ich muss jetzt so oder so gehen, ist die Sache. Ja, diese eine Runde noch, dann ist es eh vorbei. Oh, 10 von 10. Das ist jetzt ja, das ist die letzte Runde. Ich bleib noch, es wird meine letzte Runde, meine ich. Achso. Hab ich ja gesagt. Daumen hoch, ja. Was Gott? Was? Ausnocken. Ja, warte. Was? Ausnockenmittel. Ja. Keine Magic. Weil ich mich vertippt habe, ey. So ein Rotz. Ja, hab ich auch vorher einmal gehabt. Reagenzglas. Da muss ich mal ein bisschen das Mikro mal wegdrehen. Ich? Nein, ich. Mich. Bei mir. Also, weil es ist doof, mit dem Mikro vor dem Gesicht auf der Tastatur rumzutippen. Ja, deswegen habe ich meine kabellose Tastatur jetzt nochmal zugenommen. Da tippe ich dann.
hier gibt es was Leckeres. Ich finde es witzig, wie diese Banane und diese Kirsche exakt gleich aussehen wie aus den anderen Zeichnungen, die du schon gemacht hast. Das ist eigentlich ein Apfel, aber hier ist eine Kirsche. Haben wir hier auch einen Pfirsich. Die haben alle was gemeinsam. Dann hast du hier M&M's. Ja, die haben alle was gemeinsam, alles Obst, dann bist du so M&M's. Man kann es essen. Dann hast du hier. Ich schreibe jetzt nicht es aus, das sind Frühstückflocken hier einfach. Perfekt, ja. Das ist wie ein Brötchen. Brot. Dann, egal, das ist ja immer. Dann hast du. Scorpion, how dare you? Dann hast du. Ja. Kuchen. Leckeren Kuchen. Blaubeerkuchen. Ich hab's eigentlich, wir haben es eigentlich alle bereits dreimal geschrieben. Wow. War lange genug gedauert, ey. Also, oh, ich. Oh! Oh, warte. Oh, ich. Oh! Was zum? Ich muss kurz auf jeden Fall googeln, damit ich es richtig zeige. Johnny Bravo Junior. Nein, es ist nicht Johnny Bravo, es ist keine Person. Was? Pokémon. Oh, das ist ein Spielcharakter, ich habe kenne seinen Namen. Ah. Hier sind noch Schuhe. Kein Platz mehr. Ah, scheiße. Hyänenfresse. Wie wird der geschrieben? Da. Wo ist die Johnny Bravo Frisur? Ich habe keine Ahnung, wie man den schreibt. Aber es ist der. Das ist fast. Y weg und Doppel O. Was? Ich hab aber noch nicht mal die Nachricht bekommen, wegen, dass ich nah dran bin. Der hat mir nichts geschrieben, ey. Sogar ja. Deine Niki. Wow. Na gut, das war's dann jetzt. Zu deinem Sieg, zu deinem knappen Sieg über mich. Ja. Oh. Nein, jetzt noch Zuschauer, wenn es noch da ist. Ich ja, also ist auf jeden Fall jetzt erstmal eine extrem lange Folge gewesen. Also beim nächsten Mal, wenn wir das weiterspielen sollten, wenn dann 5 Runden, dann kommen wir gut auf die halbe Stunde etwa. Okay, gut. Ja, gut. Längst im Bett sein. Okay, das ist das erste Video mit einer Abmoderation, oder was? Ja, weil das ist jetzt so passend. Deswegen an dieser Stelle, ne, ich bedanke mich fürs Zuschauen und ja, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.